Hier ist Feuervogel TV mit einem heißen Tanz, dem Heimspiel gegen TBB Trier. Von Beginn an ein umkämpftes Match. Zwei Teams, die seit Jahren direkte Konkurrenten und Tabellennachbarn sind. Spektakuläre Aktionen auf beiden Seiten. Es wird geblockt ohne Ende. In der Defense glühen die Hände. Es geht mit Highspeed hin und her. Trier behält in Halbzeit 1 lange die Führung, nicht zuletzt dank richtig guter Defensivarbeit schleichen sich unsere Jungs bis zur Pause bis auf einen Punkt heran. Topscorer bei Phoenix ist David Bell mit 28 Punkten. Larry Gordon steuert einmal mehr ganz wichtige Punkte zum richtigen Zeitpunkt bei. Für Trier steigt Barry Stewart voll aufs Gas und bringt sein Team ins Rollen. Phoenix kämpft weiter, bleibt im Spiel, auch dank der Dunks von Dino Gregory. Spannung bis zur Schlusssirene. In der Endphase trifft Trier besser, auch und gerade von der Freiwurflinie. 78:83 der Endstand. Coach Ingo Freier hat jetzt eine Woche Zeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen und sein Team wieder aufzubauen. Dann geht's zum schweren Auswärtsspiel nach Ulm. Aus deiner Sicht die Gründe, warum es heute gegen Trier nicht funktioniert hat, warum es nicht aufgegangen ist, die Rechnung? Ja, wenn wir jetzt auf die Statistik gucken, dann kann man sehen, dass sie sehr viel Offensivrebounds geholt hat. Aber das war nicht der Grund. Für mich war der Grund, dass wir in der ersten Halbzeit Stewart ins Spiel kommen lassen haben. Einfach nur, weil wir für ein, zwei Minuten unkonzentriert waren. Nicht mal Minuten, nur ein paar Aktionen. Und das war schade. Da hatten die drei, vier ganz offene Dreier. Ansonsten haben wir das super alles weggenommen. Also im Prinzip kann ich über die Verteidigung zufrieden sein, wenn diese drei, vier Aussetzer nicht gewesen wären.